Und schon wieder zurück bei Mass Effect 3 in der wundervollen Legendary Edition an Bord der Citadel, wo ich ja eigentlich gerade abfliegen wollte und mir jetzt gerade eingefallen ist. Haben Sie herausgefunden, wie man ÖLG-Raumschiffe ohne E-Zero-Kern betreibt, Private Talavi? Nein, Ma'am. Dieser Auftrag ist keine Übung mehr. Der Geheimdienst erwartet einen Cerberus-Angriff. Cerberus? Gibt es ein Problem? Ich dachte, wir kämpfen gegen die Reaper, Ma'am. In einer Woche vielleicht. Warten Sie es ab. Ich bin mir nicht sicher, ob die Geheimdienstangelegenheiten wirklich hier am Dock besprechen sollten. Ich halte das für fragwürdig. Ich wollte mal gerade hier gucken. Ja, zurück zur Normandy. Okay. So, was mir eingefallen ist, es fehlt ja nur noch ein Computer. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Ein Computer fehlt noch, den wir noch finden müssten. Einen Moment bitte. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Das Präsidiums Unterhaus hatten wir komplett abgesucht, oder? Ja, das ist aber. Jetzt ist aber wieder die Frage, sind wir wirklich überall gewesen? Haben wir jeden Computer, der möglich wäre, auch wirklich inspiziert, untersucht? Ich löse mein Konto auf. Ihr Konto hilft, die Verteidigung der Citadel zu finanzieren. Wenn Sie es auflösen und das Geld unter Ihrem Bett verstecken, schadet das den Kriegsbemühungen. Und wenn Cerberus wieder angreift und die Citadel erobert, ist mein Geld weg. Meine Risiken trage ich lieber selber, besten Dank. Sie verlassen also die Citadel? Zur Zuflucht vielleicht? Wenn Sie dem Rat vertrauen, bleiben Sie hier. Warum sollte ich ihm vertrauen? Er konnte Cerberus nicht aufhalten. Was will er dann gegen die Reaper anrichten? Gar nichts. Wenn Sie Ihr Geld nehmen und sich verkriechen. Ja, das stimmt. Haben Sie Palavin gesehen? Oder die Erde? Sie können diesem Krieg nicht entfliehen. Und hier haben Sie wenigstens den... Ja. Aber für diesen Kampf wird Geld benötigt. Geld, das diese Bank dem Rat mit Konten wie dem ihren leiht. Okay, okay. Verdammt. Ich löse das Konto nicht auf. Außerdem, wie soll ein Ort wie die Zuflucht mehr Sicherheit als die Citadel bieten können? Sie haben recht. Dann bleibt uns wohl nur das Beste zu hoffen. In einer solch existenziellen Krise wie dem Krieg gegen die Reaper würde ich ja fast sagen, dass Geld eigentlich obsolet ist und dass alle Anstrengungen, egal welche Materialien notwendig sind, vollkommen darauf ausgerichtet werden sollten. Was ist das hier? Warum kann ich das? Vollkommen darauf ausgerichtet werden sollten, die Reaper zu besiegen. Natürlich kann ich verstehen, dass das Geldsystem in seiner derzeitigen Form, wie es hier funktioniert und wie es ja auch bei uns funktioniert, mitunter auch ein wichtiger Faktor ist, um einfach das laufende Geschäft aufrechtzuerhalten und möglichst eine gewisse Form von Normalität, ohne dass man alles neu organisieren muss. Aber gerade wenn es um den Krieg geht, schwierig, wenn man dann sagen muss, ja, wir konnten den Tigel nicht fertigstellen, weil wir hatten nicht genug Geld. während das Geld auf dem Konten von irgendwelchen Leuten rumgammelt und man einfach keinen Zugriff drauf hat. Oder halt die entsprechenden Firmen für ihre Materiallieferungen Geld haben wollen. Das Motto, naja, Galaxie retten ist ja schön und gut, aber wer bezahlt mir das? Ja, was willst du denn mit deinem Geld danach machen? Viel Spaß! So, haben wir zumindest das Gespräch noch mitbekommen. Schön. Konnten wir noch einmal Kriegsaktivposten mitnehmen. Ist auch eine schöne Sache. Habe ich komplett übersehen beim ersten Mal, als ich da entlang gelaufen bin. Offensichtlich. So, aber ich glaube, hier unten hatten wir wirklich alle Terminals untersucht. Da steht Liara, ja. Jetzt ist die, wir waren im Huerta-Krankenhaus. Wir waren im diplomatischen Bezirk. Wir waren... Ich glaube, das Einzige, was uns wirklich noch fehlt, ist... Nee, an der Andockrampe waren wir doch auch. War doch eigentlich überall jetzt. Ja, fragwürdig. Spectre-Status erkannt. Hier im Wartebereich, da waren wir doch eigentlich. Die Bar Purgatory wäre dann noch... Haben wir da was gefunden? Nee, da haben wir nichts gefunden, oder? Habe ich da was gefunden? Einen Moment bitte. Wir müssen das jetzt gerade nochmal... Ich kann das hier nicht mit zwei gefundenen... Ankunft in der Bezirksebene Purgatory. Ich kann das mit zwei gefundenen Terminals hier stehen lassen. Es geht nicht. Deine neue Schwere Panzerung garantiert deine Sicherheit? Ich habe Berichte über einige der Dinger gesehen, die du bekämpfst.
Naja, ein Reaper hält sie natürlich nicht auf. Aber nur eine Sekunde länger Schutz kann über Leben und Tod entscheiden. Vortex stellt also gute Schildkondensatoren her? Die besten. Und bei den Platten wird auch nicht gespart. Ich liebe sie. Das klingt, als wolltest du bald wieder raus, um sie auszuprobieren. Ach naja, ein bisschen schon. Ich will sie unbedingt dem Team zeigen. Vielleicht darf ich jetzt öfter vorausgehen. Aber begib dich doch nicht in so offensichtliche, extreme Gefahr. Nur um was auszuprobieren, das hielte ich dann auch für fragwürdig. Warum sitzt hier jemand rum? War zu viel gesoffen? Das ist ein Allianz-Marine. Gleich mal zusammenscheißen hier. Okay. Ich weiß nicht warum, aber die Musik hier ist immer so... ne? Mitreißend. Oh, Joker! Sehen Sie sich das an! Ein Cerberus-Angriff auf die Citadel und die Leute hier denken nur noch an den Krieg. Was ist denn daran anders als sonst? Na, die Verzweiflung. Das ist kein fröhliches Tanzen, sondern dient der Problemverdrängung. Schauen Sie auf die Arme. Wer so mit den Armen fuchtelt, der scheißt doch drauf, wie blöd er auf der Tanzfläche aussieht. Überraschend gut beobachtet. Ich habe schon vielen beim Tanzen zugeschaut, wo wir gerade davon reden. Tanzen? Vom Zuschauen. Was halten Sie eigentlich von mir und Edi? Nee. Ja, aber er und Edi, ich glaube, das passt perfekt zusammen. Also wirklich perfekt. Warum nicht? Weil ich mir schon beim harmlosesten Streicheln etwas brechen könnte? Das ist ein Risiko, genau wie die Reaper. Mit dem Vorboten will ich nicht ausgehen. Sie wissen, was ich meine. Wenn wir morgen alle tot wären, was würden Sie bereuen? Nichts gebrochen zu haben. Weder Hüfte noch Herz. Das ist doch bescheuert. Wenn Sie jetzt auf der Tanzfläche sein könnten, würden Sie mit den Armen wedeln? Ja. Sie sorgen sich um mehr, als auf der Tanzfläche blöd auszusehen. Ja, vermutlich. Entschuldigen Sie mich. Das ist doch aber eine Story, mit der kann er doch angeben. Ich meine, wer kann das schon von sich behaupten? Der kann ja hingehen und sagen, hier, letzte Nacht hatte ich Sex mit meiner Partnerin. Und dann kommt die Frage, und was ist passiert? Ja, ich habe mir alle Knochen gebrochen. Und dann würden alle sagen, boah, das muss extrem gewesen sein. Das ist doch, ja guck mal, Edi und Joker. Ich habe noch nichts kaputt gemacht, das ist doch ein Anfang. Das ist ein Anfang. Da bin ich ja fast froh, dass wir nochmal hier rumgelaufen sind. Also ich bin froh, dass wir nochmal hier rumgelaufen sind. Jetzt hätten wir die Sache mit Joker ja verpasst, ne? Und auch da oben das Gespräch. Ist doch schön. Da sieht man mal wieder, wie aufmerksam ich bin, ne? Nämlich 0, nix. Aber hier auch kein Terminal gefunden. Also keins, wo ich jetzt sagen würde, hey. Das ist für uns erreichbar. Wo ist das letzte Terminal? Sie sagte uns ja, wählen Sie einen Moment, bitte. Am Telefon wollte ich gerade sagen, ne, hier über Intercom, sagte sie uns, es ist nur noch eines. Dann vermute ich mal, dass vielleicht hier irgendwo in dem Büro, ne, aber da waren wir ja. Vielleicht könnten Sie das Mädchen ja zu Ihrer Familie schicken. Soll das ein Witz sein? Meine Familie hat mich verstoßen, als ich Niota geheiratet habe. Wollen Sie wissen, warum? Ach, je. Eine Familie würde diese Cerberus-Arschlöcher lieber sehen als mich. Ich verstehe, warum Sie Ihre Tochter nicht zu Ihnen schicken wollen. Freut mich. Aber Ihr Verständnis hilft meiner Tochter jetzt nicht unbedingt weiter. Ja, das ist richtig. Wenn es hier mal ein bisschen klappert, ne, das ist die Kaffeetasse. Ich habe mir die Freiheit genommen, mir einen Kaffee zu machen. Sogar einen Mokka. Hast du ein Terminal hier? Sag mal. Seit dem Cerberus-Angriff haben wir Unmengen von Arbeit. Es macht uns wirklich zu schaffen, dass Odina zusammen mit Cerberus den Rat ermorden wollte. Es sind dunkle Zeiten für uns alle. Haben Sie bei Ihrer Arbeit für Odina nie Verdacht geschöpft? Komisch kam er mir schon vor. Das Verräterschwein hat mich sicher für einen Idioten gehalten. Leider nicht ganz zu Unrecht. Er ist tot und Sie sind noch da, Bailey.
Das verdanke ich Ihnen. Ohne Sie würden Odina und Cerberus jetzt auf meinem Grab tanzen. Ich dachte, Sie wären im Krankenhaus. Solange ich atme, arbeite ich. Das war bislang meine schlimmste Verwundung. Aber sie passt zum Zustand der Galaxie. Cerberus täuscht sich, wenn sie glauben, dass mich ein paar Kugeln aus dem Spiel nehmen. Kann die Station verteidigt werden? Die interne Sicherheit wurde wiederhergestellt, aber wir haben gefährlich wenig Männer. Wir verhören unsere eigenen Leute, um rauszufinden, ob Odina allein war, aber das dauert. Ich würde sagen, wir sind zwar noch angreifbar, machen aber Fortschritte. Dann wissen Sie, was zu tun ist. Genau wie Sie, Shepard. Genau wie ich, ja. Das ist das Schlimmste an der Situation eigentlich. Dass dadurch, dass Odina der Verräter war und ja auch so viele Waffen auf die Station geschmuggelt wurden. Wir haben das ja mitbekommen. Dass man einfach nicht weiß, wer ist denn jetzt, wer gehört dazu und wer nicht. Und jetzt muss man die gesamte Crew im Prinzip durchleuchten, um herauszufinden... um herauszufinden, wer da beteiligt war und wer nicht. Das ist vor allen Dingen, man kann ja auch nicht mehr wirklich jedem, man kann ja auch nicht mehr wirklich jedem dann vertrauen. Das ist, glaube ich, der schlimmere Schaden, der angerichtet wurde. Medizinische Vorräte. Medizinische Vorräte, die ursprünglich für besetzte Gebiete gedacht waren, wurden zur Citadel umgeleitet, weil die Reaper-Invasion die Auslieferung unmöglich gemacht hat. Die Vorräte stehen derzeit in den Docks unter Verschluss, können aber mit einem Spectre-Befehl dem Huerta-Krankenhaus übergeben werden. Wenn sie nicht dahin kommen können, wo sie hin sollen, dann lieber hier nutzen, als sie vergammeln zu lassen. Dieser Finanzbericht ist nur für den Zugriff durch Botschaftsangestellte der obersten Stufe freigegeben. Laut Schätzungen von First Irune Investment Trusts, ist einem Tochterunternehmen von Elkos Combine, können die Citadel-Völker die Kosten der Kriegsbemühungen noch höchstens ein Jahr finanzieren. Die Militärausgaben haben zwar einige Marktsektoren belebt, aber Knappheit und Rationierung in anderen Bereichen haben dem Finanzsystem stark geschadet. Der Konsum der Zivilbevölkerung ist gesunken, außer bei eskapistischen Produkten wie Videos und Alkoholika. First Irune nimmt große Kredite auf, um zentrale Funktionen auf der Citadel bezahlen zu können, aber wenn der Krieg nicht innerhalb eines Jahres endet, ist der galaxieweite finanzielle Zusammenbruch unvermeidbar. Nachvollziehbar. Ich glaube, dass es nicht gut geht mit dem Finanzsystem, das wir aktuell haben. Sollte dieser Krieg auch nur ein bisschen länger dauern, muss im Prinzip die gesamte Wirtschaft auf... Kriegswirtschaft umgestellt werden und das bedeutet, dass rationiert wird, dass das Geld im Prinzip komplett aus dem Verkehr gezogen wird und alles zum Beispiel über Essensmarken, Zuteilungen und Rationierungen funktioniert, sodass jeder sein Anrecht darauf hat, etwas zu bekommen, aber eben nicht mehr frei gekauft werden kann. Was man natürlich gerne vermeiden würde. Nachvollziehbarerweise. Weil das die Moral natürlich nochmal drücken würde, aber dann hätte man zumindest die Möglichkeit zu sagen, hey, alle wichtigen Güter, alle Metalle, Baustoffe, Produkte, die für den Tigel vonnöten sind, werden dem Tigel zugeführt und müssen nicht mehr bezahlt werden, sondern sind hiermit requiriert. Hallo. Hallo. Sind deine Eltern schon angekommen? Nein, aber es ist okay, die kommen schon noch. Sie halten immer ihre Versprechen. Schwere Verluste bei den Menschen nach Angriffen. Das nächste Shuttle hatte wahrscheinlich nur Verspätung oder so. Das ist alles. Du hast sicher recht. Die Grissom Akademie. Ich freue mich darauf, sie kennenzulernen. Ebenfalls von den Reapern eingenommen. Die wissen beide, dass die Eltern nicht mehr kommen werden. Die versuchen das nur gerade beide nicht auszusprechen. Also, meine Vermutung jetzt. Ich hoffe natürlich, dass es anders ist, aber... So wie das... Ach, guck mal, da ist die Konsole. Ach so. Guck mal, hat sich doch gelohnt. Knowles, hier wurde der letzte Zugangscode benutzt. Was ist los, Commander? Ich verliere Ihr Signal. Nanu? Shepard! Balak. Sie hätten mich auf dem Asteroiden über Terra Nova töten sollen. Darauf habe ich gewartet. Alles, was meinem Volk widerfahren ist, war ihre Schuld.
So sieht man sich wieder. Seit dem ersten Teil haben wir eine Rechnung offen. Ihr erinnert euch bestimmt, wenn ihr den ersten Teil geschaut habt, der Asteroid, wo wir die Wahl hatten, die Forscher zu retten oder ihn zu stellen, weil er Bomben gelegt hat. Und wir haben ihn ziehen lassen, damit wir die Forscher retten können. Und schon damals haben wir gesagt, diese Rechnung bleibt offen. Ich habe sie nur auf Terra Nova aufgehalten. Ja. Und danach hat meine Regierung die Forschungsbemühungen am Leviathan von Dis verstärkt. Haben Sie davon gehört, Commander? Das alte organische Schlachtschiff, das mein Volk vor 20 Jahren auf Yatar geborgen hat? Ein Reaper. Ihr Volk hat eine Reaper-Leiche studiert. Um wieder zur wahren Führungsmacht der Galaxie aufzusteigen. Hunderte unserer besten Wissenschaftler haben daran gearbeitet. Und dann wurden sie indoktriniert. Als die Reaper Kashan erreichten, verrieten sie uns. Sie deaktivierten Verteidigungssysteme und feuerten auf Verbündete. Wir wurden von innen vernichtet. Wegen ihnen. Was? Was ist denn das für eine Logik? Wegen mir? Weil ihr Sachen gemacht habt? Ich habe ihr Volk nicht vernichtet. Das waren die Reaper. Wir waren stolz und schön. Haben Sie gesehen, was die Reaper uns angetan haben? Ich sitze hier fest. Unsere Kriegsschiffe kennen die Position der Reaper nur, weil ich die Funksprüche des Rats angezapft habe. Ich bin jetzt der höchste Offizier der Hegemonie. Ich kann mein Volk nicht retten, aber ich kann Sie vernichten. Die Versuchung ist so groß, so groß. Aber ich kann nicht davon schwafeln, dass wir in dieser Situation jeden brauchen und dann persönlichen Gefühlen nachgeben. Das gilt für mich genauso wie für alle anderen. Aber die Versuchung ist so groß. Sie wollten mit dem Asteroiden bei Terra Nova ihren Leuten helfen. Aber was erreichen Sie durch meinen Tod? Rache! Das Barak-System! Sie wären mit der Ankunft der Reaper sowieso gestorben, das wissen Sie. Ich vereine Kroganer und Turianer. Wir sind die letzte Hoffnung der Galaxie, wenn Sie Erfolg lieben. Unsere Schiffe gehören Ihnen. Shepard, alles in Ordnung? Bestens. Es wird mit den Codes keine Probleme mehr geben. Ist das... Soll ich ihn verhaften? Wir sollten ihm eine Kugel in den Kopf jagen. Aber wir bringen heute alle Opfer. Er kann gehen. Spectre-Befehl. Verstanden, Commander. Und danke. Oh, I feel you, Shepard. I feel you. Wir sollten ihm eine Kugel in den Kopf jagen. Aber die Batarianer-Flotte ist wichtiger als das. Oh. Oh. Kroganer und Turianer auf Irune. Schön, sehr schön. Das höre ich sehr gerne. Ja, also was ist denn das für eine verquere Logik, bitteschön? Ja, sie haben damals irgendwas gemacht und daraufhin haben wir entschieden, dies und jenes zu machen. Und daran sind sie schuld, an den Entscheidungen, die wir getroffen haben. Das ist ihre Schuld, weil, keine Ahnung, ich brauche irgendeinen Schuldigen, irgendwie halt irgendwo. Es wäre schön, wenn ich irgendjemanden verantwortlich machen könnte, hauptsächlich nicht uns, das wäre gut. Das ist ja wohl... Das ist so die klassische Argumentation von jemandem, der sich nicht eingestehen will. Darf ich fragen, wie Sie darauf kommen, dass Ihr Einsatz besonderen Bedingungen unterliegt, Private? Ich glaube, ich kann gegen die Reaper besser vorgehen als gegen Cerberus, Ma'am. Und auf welcher Kampferfahrung mit den Reapern basiert diese Einschätzung? Auf keiner, Ma'am. Na prima. Ja, prima. Vielleicht sollte sie einfach die Befehle befolgen. Das wäre für alle im Augenblick das Beste, wenn jeder das tun würde, was vom Kommando hoch. Kaidan, hab mich schon gefragt, wo Sie sind. Was gibt's? Ich versuche zu begreifen, was gerade passiert ist. Sie klingen wütend. Ich bin's nur nicht gewohnt, von jemandem wie Ihnen mit der Waffe bedroht zu werden. Wie das alles ablief, ist für mich... Ich weiß nicht. Okay, raus damit. Klären wir das. Hätte ich nicht als Erster die Waffen gestreckt,
hätten sie abgedrückt. Nein, hätte ich vermutlich nicht. Wenn dieser Einblender gekommen wäre, hätte ich es vermutlich nicht getan. Spekulieren ist sinnlos, ja, aber nein, das hätte ich nicht getan. Ich war sicher, dass sie zur Vernunft kommen würden. Nur das zählt. Der Putsch wurde vereitelt und Cerberus von der Citadel vertrieben. Aber manchmal ist auch wichtig, wie etwas passiert, Shepard. Später, wenn man dann damit leben muss, dass man rechtschaffen gehandelt hat. Das zählt. Sie reden gerade von Udina. Er ließ mir keine Wahl, ich musste schießen. Jeder Soldat hätte so gehandelt. Das gilt auch für Sie. Okay. Ich bin noch aus einem anderen Grund hier. Hackett hat mir einen Posten angeboten, aber ich würde sofort ablehnen, wenn ich wieder auf die Normandy kommen dürfte. Ohne sie ist der Kampf gegen die Reaper undenkbar. Danke, Commander. Und Shepard, ich werde nie wieder an Ihnen zweifeln. Sie können auf mich zählen. Gut zu wissen. Willkommen an Bord, Major. Aye, aye, ma'am. Ja, willkommen zurück, Kaidan. Das fühlt sich gut an. Shepard Anderson ist auch in der Leitung. Ich habe ihn gerade informiert. Udina? Er war schon immer machthungrig. Aber das... Cerberus hat ihn nur benutzt, um die Kontrolle über die Citadel zu übernehmen. Verdammt, wozu denn? Das weiß ich noch nicht. Es hätte schlimmer sein können. Shepard hat den Mordversuch an Ratsherr Valern verhindert. Kai Lang. Was? Ihr Attentäter. Hackett schickt Ihnen meine Berichte über ihn. Kurzfassung, Vorsicht. Sie beide kennen sich wohl. Kenny Sanders und ich sind ihm ein paar Mal begegnet. Ich habe ihm in beide Beine geschossen und dachte, das war's. Aber er ist auf Omega noch stärker wieder aufgetaucht. Eine Aktion des Unbekannten? Vermutlich, wenn man bedenkt, was er mit Ihnen und Grayson gemacht hat. Lang ist jetzt bestimmt noch gefährlicher. Ich nutze gegen diese Mistkerle jeden Vorteil. Ihre Aktion hatte zumindest einen unerwarteten Nebeneffekt. Die Asari-Ratsherrin hat mich kontaktiert. Sie wollen aktuelle Informationen über den Tiegel. Lang hat sie verängstigt. Schicken Sie Hilfe? Ja, sowohl Asari als auch Salarianer unterstützen uns jetzt. Wie sind die Fortschritte beim Tiegel? Gut. Wir schätzen, dass etwa 50% der bekannten Arbeit daran getan ist. So schnell? Die Pläne sind so angelegt, dass unsere Wissenschaftler nach der Entschlüsselung die Informationen problemlos übersetzen können. Es ist nicht Proteaner-spezifisch. Wissen wir schon mehr darüber, wie man ihn einsetzt? Das ist noch unklar. Unsere Wissenschaftler sind sich aber einig, dass der korrekte Einsatz genügend Energie zur Vernichtung der Reaper erzeugt. Die Frage ist, wie und in welcher Form die Energie freigesetzt wird. Also, wie wir verhindern, dass wir alle mit draufgehen? Genau. Wir glauben, dass der Katalysator der Schlüssel zur Ausrichtung der Energie ist, sodass sie nur die Reaper trifft. Ich arbeite daran. Sie finden die Antwort, Shepard. Ich schicke Ihnen die aktuellen Pläne. Und wir bauen inzwischen weiter. Und wir kämpfen weiter, damit es danach überhaupt noch eine Erde gibt. Vertrauen Sie mir. Ich lasse Sie nicht im Stich. Wir sind noch da. Die Kriegsgötter haben uns noch nicht aufgegeben. Viel Glück Ihnen beiden. Anderson Ende. Commander, die Torianische Flotte ist ausgedünnt. Wir brauchen mehr Schiffe. Und die Quarianer sind gesprächsbereit. Verstanden. Ich kümmere mich darum. Aber Vorsicht. Die Lage entlang der Geth-Grenze ist instabil. Hackett Ende. Shepard, haben Sie mal kurz Zeit? Ein Kontakt im Asari-Oberkommando wollte, dass ich ein Notsignal an Sie weiterleite. Kommen die damit nicht klar? Sie haben schon mehrere Elite-Trupps hingeschickt, aber keiner davon ist zurückgekommen. Sie haben zwar nicht gefragt, aber das Oberkommando hofft wohl auf Ihre Hilfe. Was halten Sie davon? Sie würden nichts sagen, wenn es nicht wichtig wäre. Die Koordinaten der Kolonie sind auf der Galaxiekarte. Ich bemühe mich um Details. Danke, Liara. Sehr schön.
Also, die Asari und die Salarianer haben, nachdem ihre Ratsherren entführt wurden beinahe, erkannt, dass es vielleicht besser ist, zusammenzuarbeiten. Ah, was für ein Wunder. Aber das Wichtigste, Kaidan ist wieder da. Ich meine, nicht, dass wir im ersten Teil jetzt so eine intensive Beziehung zu ihm gehabt hätten. Wir hatten ja keine Romanze mit ihm oder so, aber Kaidan ist wieder da. Das ist so wundervoll. Das ist so, das knüpft so ein bisschen an alte Tage an und man fühlt sich irgendwie deutlich besser, wenn... Ja, wenn die alten Gefährten mit dabei sind. Das ist einfach... Es ist schön. Das Gefühl ist schön und wir werden ausführlich mit ihm reden. Jetzt aber schaue ich mir erstmal das hier an. Aber eine Sekunde, ich bin in 2 Sekunden wieder da. Da bin ich wieder. So, die Terminusflotte ist eine Ansammlung von Söldner- und Piratenschiffen, die nicht viel mehr verbindet als der gemeinsame Herkunftsort und die Angst vor den Reapern. Trotz der instabilen Mischung scheint die Flotte unter dem Kommando des verbrecherischen Warlords Arya Teloak als Einheit zu funktionieren. So, Bloodpack. Aber da war doch... Stand da nicht aktualisiert? Nein, stand gar nicht da. Huch! Sorry. So. Die Volus haben nur ein einziges Schlachtschiff gebaut, die Kwunu, benannt nach dem Diplomaten, der ihren Status als Kundenspezies mit den Turianern ausgehandelt hat. Für das einzige Volus-Schiff seiner Klasse ist die Kwunu erstaunlich gut bewaffnet. Sie hat mehr Nuklearwaffen an Bord als jedes andere Schlachtschiff und in der unteren Hülle befindet sich die größte Tarnix-Kanone, die jemals hergestellt wurde. Ein beeindruckter turianischer General sagte nach der Jungfernfahrt der Kwunu, das Schiff könne einen ganzen Planeten 3-mal hintereinander in Schutt und Asche legen. Ja, da haben sie ihr Geld statt in viele kleine Schiffe in ein großes Schiff investiert. Ist natürlich doof, wenn das große Schiff kaputt geht, aber jetzt kommt uns zugute, weil wir es mit vielen kleinen Schiffen schützen können. Die Batarianerflotte. Die vormals gewaltige batarianische Navy wurde bei dem Angriff der Reaper auf Karshan nahezu aufgerieben. Die wütenden Überlebenden haben sich zu einer einzigen Flotte zusammengeschlossen. Batarianische Flüchtlinge melden sich zu Tausenden, weil sie nach der Vernichtung ihrer Heimatwelt einen neuen Lebenssinn suchen. Keine Ansammlung von Schiffen fiebert einem Kampf gegen die Reaper mehr entgegen als die letzten Kriegsschiffe von Karshan. Als höchstrangiger Offizier, den es in der Hegemonie noch gibt, ist Balak der letzte militärische Anführer der Batarianer. Seine Führungsqualitäten, seine Energie und seine kaum unterdrückte Wut haben seine Truppen wachgerüttelt. Balak hegt zwar einen tiefen Hass auf die Allianz, würde aber alles tun, um sein Volk zu retten und hat sich deshalb widerwillig mit den Menschen zusammengetan, um die Reaper aufzuhalten. Batarianische Flüchtlinge versammeln sich um die Pfeiler der Stärke. Ja, das kennen wir schon. Die Citadel Verteidigungsstreitmacht. Die Zunahme an Flüchtlingen auf der Citadel hat Ressourcen gekostet, die andernfalls den Verteidigungssystemen und dem Personal zugute gekommen wären, aber das ist in Ordnung, das muss so sein. Irgendwo muss es einen Punkt geben, an dem die Flüchtlinge sicher sind. Zivilisten, die in den Notfallkliniken freiwillig Dienst tun, sind eine große Hilfe, indem sie Patienten versorgen, Ärzten zur Hand gehen und dadurch dem überlasteten medizinischen Personal der Citadel ein wenig Luft verschaffen. Die Aufforderung an die Citadel-Bevölkerung, sich auf den Krieg einzustellen, hat die zivile Bereitschaft verbessert. Ein Betrüger, der Flüchtlinge ausgenommen hatte, wurde von der Citadel geworfen. Dadurch hat sich die Sicherheit in den Docks verbessert. Ein Spectre-Befehl hat militärische Vorräte am Zoll freigegeben, die nun im Huerta-Krankenhaus die Pflege der Patienten erleichtern. Ein Spectre hat C-Sicherheit die Erlaubnis erteilt, private Überwachungskameras anzuzapfen. C-Sicherheit konnte dadurch mehrere Festnahmen durchführen und die Sicherheit verbessern. C-Sicherheit hat die Erlaubnis erhalten, eine zivile Miliz auszubilden und dadurch die Verteidigungstruppen zu stärken. Die Unterkunft für die Grissom-Studenten, das kennen wir. C-Sicherheit konzentriert sich auf kleinere Verbrechen und Vergehen. Ihre Leute arbeiten darum verstreut, was die Effektivität im Falle einer größeren Bedrohung verringert. Halte ich aber dennoch für die richtige Entscheidung. Für die größeren Bedrohungen haben wir die Allianz Navy, das turianische Militär und so weiter und so fort. C-Sicherheit muss für Sicherheit garantieren.
Nach Versicherungen, dass es für die Kriegsbemühungen entscheidend ist, sein Geld auf der Bank zu lassen, haben Volos Händler für Hilfsprojekte und die Verteidigungstruppen auf der Citadel gespendet. Von Commander Shepard beschaffte Pläne helfen, C-Sicherheit von Cerberus, auf der Citadel zurückgelassene Geschütze problemlos zu finden und zu deaktivieren. Pläne für verbesserte Biotikverstärker von der Grissom Akademie haben das Durchhaltevermögen der Asari verbessert, das kennen wir schon. Und das Buch von Plenix sagt, dass jeder Volos in Zeiten der Not anderen helfen muss. Die Nachricht vom Fund des Buches hat viele Volos-Bürger dazu veranlasst, an die Wohlfahrt der Citadel und die Kriegskasse großzügige Summen zu spenden. Das gefällt mir gut. Die dritte Flotte, da gab es auch eine Aktualisierung. SSV. Okay, die SSV, ich glaube, da fehlt der Name. Aber wir hatten ein Schiff gefunden, ne? Ist top modern, die praktisch frisch aus der Fertigungshalle kommt. Ihre Offiziere haben simulierte Schlachten bestritten, die sie auf echten Feindkontakt vorbereiten sollten. Gut, gut. Asari? Oh, Asari Wissenschafts... Ja, stimmt. Die Asari helfen ja jetzt, haben sie ja gesagt. Viele anerkannte Asari-Wissenschaftlerinnen sind dank ihrer langen Lebenszeit zu führenden Koryphäen in ihrem jeweiligen Spezialgebiet geworden. Asari-Gelehrte haben oft ein Verständnis dafür, wie kulturelle Veränderungen die Gesellschaft beeinflussen. Sie begreifen die größeren kontextuellen Zusammenhänge von neuen Ideen und können daraus Hypothesen ableiten, die ihrer Zeit um Jahre voraus sind. Das Asari-Wissenschaftsteam, das am Tigel arbeitet, besteht aus einigen der wichtigsten Köpfe der akademischen Zukunft, die allesamt begierig darauf sind, etwas zum Bau beizutragen. Die zweite Asari-Flotte besteht hauptsächlich aus Fregatten und Jägern und steht für den Ansatz der Asari, lieber mit einem schnellen Schwarm zuzuschlagen und wieder zu verschwinden, als mit langsamen Schiffen. Ihre Aufgabe besteht normalerweise darin, Kolonien vor Piraten und Söldnern zu beschützen. Die Jägerstaffeln der zweiten Flotte sind extrem konkurrenzorientiert und immer darauf aus, von anderen Teams aufgestellte Rekorde zu brechen. Aber im Kampf sind sie bedingungslos loyal. Eine Gruppe von Asari-Söldnerinnen, geschickt von einer Matriarchin, die mit dem Commander befreundet ist, hat ihre Dienste angeboten. Sie fliegen mit der zweiten Flotte und können bei Bedarf in Kampfzonen eingesetzt werden. Die sechste Flotte hat mehr Schlachtschiffe als alle anderen Flotten der Asari Navy. Allerdings löst ihr Eingreifen in einem Kampf inzwischen eine nahezu abergläubische Furcht aus, weil bislang jeder Krieg, an dem sie beteiligt war, danach größere Formen angenommen hat. Es war die sechste Flotte, die den ersten Angriff auf die Rachni in den Rachni-Kriegen flog. Und es war die sechste Flotte, die die erste belagerte Kolonie bei den Kroganischen Rebellionen befreite. Ob berechtigt oder nicht, ihre Mitglieder haben den Ruf, besonders nüchtern, ernsthaft und humorlos zu sein. Trotzdem ist das Eintreffen der sechsten Flotte für Verbündete immer ein willkommenes Ereignis. Oh. Die Destiny Ascension ist das Flaggschiff der Citadel-Flotte. Ein mächtiges Asari-Schlachtschiff, wie es in der ganzen Galaxie kein zweites gibt. Unter dem Kommando von Matriarchin Lidania evakuierte die Destiny Ascension 2183 bei der Schlacht um die Citadel den Rat, wurde aber von angreifenden Geth kampfunfähig gemacht. Allianzflotten eilten zu Hilfe und konnten die Ascension und den Rat trotz schweren Beschusses vor der Vernichtung bewahren. Die Asari haben die Schilde und die Bewaffnung des Schlachtschiffes repariert und modernisiert. Jetzt ist es bereit für den Kampf gegen die Reaper. Die Destiny Ascension. Huiuiui. Am Tigel hat sich Am Tigel hat sich was getan. Volos-Unternehmen haben Erfahrung darin, immer genau die Produkte in Massenfertigung herzustellen, nach denen gerade die größte Nachfrage herrscht. Ihre Fabriken sind modular aufgebaut und stellen ihre Fertigungsstraßen rasch von Waffen auf Fertighäuser oder den nächsten galaxieweiten Trend um. Diese Produktionseinheiten stammen aus einer derartigen Fabrik und können Kunststoffe für den Tigel in industriellen Mengen herstellen. Elkos Combine ist ein Unternehmen, das dafür bekannt ist, verlässliche,
aber preisgünstige Varianten hochwertiger Waffen und Panzerungen herzustellen. Seine Wissenschaftler können sehr gut neue Technologien zurückentwickeln. Die von Satu Art geretteten Volus-Techniker wenden dieselben Methoden an, um Anleitungen zur Herstellung mehrerer Dutzend neuer Kunststoffe zu erarbeiten, die in der Außenstruktur des Tiegels verbaut werden müssen. In einem Akt nie gekannter Großzügigkeit hat Elkos Combine auf alle Patentrechte an den neu entwickelten Materialien verzichtet. Das meine ich. Alles für den Tiegel. Interferometrische Gitter. Normalerweise werden mit interferometrischen Gittern planetare Landmassen analysiert oder die astrophysikalischen Eigenschaften von Sternensystemen bestimmt. Das leistungsstarke Gitter aus dem Herkules-System kann für etwas Ambitionierteres eingesetzt werden. Der Tiegel schaltet sich in die Befehlssteuerung der Massenportale ein. Installiert man nun das interferometrische Gitter in den Systemen des Tiegels, erhält man eine Echtzeitkarte der gesamten Galaxie, einschließlich der Position jedes einzelnen Reaper in der Milchstraße. Die Exogeni Corporation hat in der ganzen Galaxie bei der Finanzierung von Kolonien geholfen, im Austausch gegen einen Anteil der natürlichen Ressourcen, die von den Siedlern gefunden werden. Zeus Hope war eines ihrer lohnendsten Objekte. Die Kolonisten mussten sämtliche proteanischen Funde aus den alten Ruinen auf Pheros abgeben. Das Team von Exogeni-Wissenschaftlern, das die Relikte aus dem Gebiet rund um Zeus Hope studiert hat, hat dabei eine enorme Expertise entwickelt und hilft mit seinem Wissen nun beim Tiegel-Projekt. Auch sehr schön. Die Salarianer sind jetzt auch mit dabei. Ein Rear Admiral der Allianz bezeichnete einmal die dritte Flotte der Salarianer fälschlicherweise als übertrieben großen Haufen von Spionageschiffen. Es stimmt zwar, dass die Salarianer in jedem Krieg großen Wert auf die Informationsbeschaffung legen, aber die Feuerkraft der dritten Flotte ist durchaus vergleichbar mit der jeder anderen größeren Flotte. Ihre Schiffe verfügen über neueste Guardian-Verteidigungssysteme mit verbesserten Verfolgungsalgorithmen, die mehr Projektile verarbeiten können als ältere Modelle. Selbst die Kundschafterflottillen sind mit außen montierten Tanix-Kanonen ausgerüstet, die in Zusammenarbeit mit dem turianischen Militär entwickelt wurden. Da ihre Gelege jetzt nicht mehr in Gefahr sind, schickt die salarianische Kolonie Xenokol alle entbehrlichen Materialien und Waffen an die dritte Flotte. Schön. Bei den Turianern hat sich was getan in der sechsten Flotte. Die ist neu. Die turianische Navy verfügt über mehr Schlachtschiffe als jede andere bekannte Spezies der Milchstraße. Die turianische Hierarchie hat die Produktion dieser Schiffe aber nur beschränkt, weil das Abkommen von Pharixen wegen der Zerstörungskraft von Schlachtschiffen lediglich eine bestimmte Anzahl davon erlaubt. Die sechste Flotte der Turianer gilt offiziell als Friedensflotte. Vor den Reapern flog sie hauptsächlich Patrouillen rund um die Citadel. Jetzt geht es hinaus ins All, um die Invasion zurückzuschlagen. Und schau mal, wir haben 5200 Punkte, wir sind ein gutes Stück über das Minimum hinaus, das wir brauchen, um uns den Reapern entgegenzustellen. Aber natürlich möchte ich, dass sich das hier alles noch wundervoll auffüllt und mir möglichst viel noch mit dazu bekommen. Und ich glaube, da ist auch noch Potenzial. Wir haben Aufträge genug, kleinere Aufträge wie Dinge zusammensammeln und die auf der Citadel abgeben. Und offensichtlich ja auch größere Aufträge, wie eben die jetzt von den Asari, wo uns Liara drüber informiert hat. Da bin ich auch mal gespannt, ob wir da eventuell helfen können und da noch mehr Ressourcen freimachen können. Aber selbst wenn keine Ressourcen freigemacht werden, überall da, wo wir helfen können, ist es, glaube ich, auch sehr sinnvoll zu helfen. Diese verdammten Cerberus-Mistkerle. Und Odina auch. Dieser Hurensohn. Das ist doch Quatsch. Odina hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und dafür bekommen, was er verdient hat. Ja, hat er. Ja, was Kaidan sagte, ne? Ob das so richtig war. Ich meine, Kaidan hat ja... Commander, ich habe da eine Spur, die interessant sein könnte. Hätten Sie mal eine Minute Zeit? Aber klar. Commander... Ich hab da was, das Sie sehen müssen. Was ist es denn? Einige Cerberus-Wissenschaftler sind geflohen. Vielleicht haben Sie erkannt, dass Sie auf der falschen Seite standen.
Wir wissen nicht, was sie erforscht haben, aber sie gehörten zu den Besten des Unbekannten. Sie könnten beim Bau des Tiegels helfen. Vielleicht können wir sie rekrutieren. Viele Cerberus-Leute glauben, sie tun das Richtige. Bei mir war's so. Und sie hatten recht. Welche Verbrechen Cerberus jetzt auch begeht. Ich war beim Angriff der Kollektoren auf Horizon. Wirklich? Ich sagte doch, ich bin in den Terminus-System aufgewachsen. Ich habe meine Familie besucht. Während die Allianz Studien erstellte, haben sie meine Familie gerettet. Hat die Allianz Kontakt mit den Wissenschaftlern aufgenommen? Sie konnte sie nicht finden, sucht aber weiter. Genau wie Cerberus. Ich habe ihre Kommunikation nachverfolgt. Ich habe die Signalfrequenzen mehrerer Cerberus-Zellen geortet und Querverweise mit Schiffsbewegungen erstellt. Und sie gefunden? Ja, ich glaube schon. Gute Arbeit. Auf die Karte damit, ich sehe es mir an. Danke für Ihre Zeit, Commander. Auf die Karte damit. Ich glaube, es gibt viele Leute von Cerberus, die mittlerweile nicht mehr mit dem einverstanden sind, was passiert. Zum damaligen Zeitpunkt, und das habe ich ja auch damals, glaube ich, gesagt, hielt ich das Vorgehen von Cerberus für absolut richtig, denn auch meiner Meinung nach hat die Allianz und generell die Galaxie und der Rat vor allen Dingen die Bedrohung durch die Reaper und die Kollektoren deutlich unterschätzt. Cerberus war in diesem Augenblick die einzige Organisation, die tatsächlich gehandelt hat. Ich denke, dass viele damals dieser Überzeugung waren, unter anderem ja auch unsere Techniker unten. Und dass sich mittlerweile einfach viele anders orientieren und sagen, nee, das ist nicht mehr der Grund, warum ich bei Cerberus bin und deswegen von Cerberus weg wollen. Wir sind ja auch nicht die Ersten, die dann einen Ausweg suchen. Und einen Ausweg bieten wir natürlich immer gerne. Aber das machen wir nun wirklich in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss.